Nee, die nicht. Wie stark ist denn die? Hier. Okay. Ja, es ist nicht so ultra geil, aber ich würde sagen, das reicht. So. Und es kommt. Nein, falscher Char. Es kommen hier nochmal da oben so Lightning Tower, glaube ich. War das Lightning Tower oder? Nee. Nee. So ein Scheiß. Das hier. Ich habe keine Ahnung, von welcher Richtung die kommen. Ich habe es total vergessen. Was irgendwie suboptimal ist. Aber egal. Wird schon irgendwie passen. So. So. Okay, so jetzt haben wir noch eine Defense Unit, die wir ja verwenden können. Und die hauen wir jetzt einfach hier hin. Nee. Da gehe ich jetzt nochmal auf meine CBCW, weil jetzt switch ich glaube ich eher von meinem. Tue ich das? Nee, tue ich nicht. So. Und wir bauen einfach mal hier nochmal so ein. Vielleicht platziere ich die ein bisschen anders. Ein bisschen weiter hinten. Und dann brauche ich hier vorne nochmal eine. Weil, wieso nicht? Naja, falls es irgendwie so ein Ogre von hier kommt, von hier vorne. Und dann hier die schon mal abballern will, dann fliegt das halt eben wieder direkt ins Gesicht zurück und so. Das ist ja auch ganz nice. Und so. Schaden wird es auf jeden Fall nicht, glaube ich. Hoffe ich. Und jetzt nochmal zum Summoner. Und noch mehr Archer bauen. Weichert einfach nicht, weil es von wo die kommen und ich glaube nicht, dass das später noch so einfach wird mit den Viechern. Okay, dann let's go. So. Ja, ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus, dass da oben jetzt nicht mehr viel durchkommt. Allgemein nirgends mehr. Einfach weil dieser Monk-Auren gut sind. Verdammt gut. Weil so 80% weniger Schaden, das ist dann schon ganz nice. So. Naja, das dürfte passen. Ich glaube, ich gehe den Ohr hier einfach mal solo. Die Verteidigung, Türme, wie auch immer, werden überbewertet. Okay. Gut, dann kann ich ja jetzt auf eine weitere, auf eine andere Lane gehen und die upgraden. Weil fürs Erste reicht das ja da oben. Was halt sehr gut daran in diesen Tower Buffer Beams ist, dass wenn ich die jetzt upgrade, dann upgrade ich damit automatisch nochmal die Strength Drain. Also allgemein die Monk-Auren mit.
Und ja, dann das ist halt recht kosteneffizient und ich habe zwar keine Punkte in meinen Monk für Tower, aber trotzdem sind die halt am Ende auf Maximum, weil ja, die haben halt ein Hardcap und zwar die kraftzehrenden Auren können gegnerische Kraft auf maximal 20% senken. Und das kriege ich halt mit meinen Tower-Buffer-Beams schon hin. Oh, deswegen muss ich da halt dann nichts mehr reinpacken und so. Das wäre dann irgendwie Waste und so. Weil, ja. Ist halt so. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt diese Serie weiterführen werde, weil ich jetzt halt nicht so weiß, ob das jetzt wirklich so cool ist, so zu gucken, wie ich jetzt hier irgendwie was solo mache und dazu halt laber, wieso ich das alles mache, wie ich es mache und so. Oder halt, ob ihr das gut findet oder und ich das halt weitermachen soll, so, ne? So. Bin ich dann so ein bisschen auf Feedback angewiesen, aber naja. Also schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das so findet, ob ihr wollt, dass ich das weitermache. Hier danach. Oder ob ihr findet, dass es das stinklangweilig ist und einfach nur Kacke und ja, ihr wollt, dass ich lieber was anderes Let's Playe. Oder halt einfach nur Sachen mit Yannick aufnehme. Ja. Weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob es auf YouTube schon irgendwie so eine Serie gibt, wo wie man How to Solo diese Map und so. Naja, ich weiß es ja eigentlich auch nicht selbst, auch selbst nicht. So, genau, wie man jetzt optimal ist, irgendwie diese Map hier solot, aber. Aber ich, krieg's halt hin. Und, ja. Lightning Tower sind gut. Später. Sind die überhaupt gebufft? Ist der überhaupt gebufft hier? Ja, ist er. Warum hat er so wenig Kills? Hä? Eigentlich haben die mal mit Abstand am meisten. Ist das hier auch so? Nee, ist das nicht so. Mysteriös. Ich finde es auch äußerst cool, dass Dungeon Defenders irgendwie gelernt hat, dass ich die Buff-Beams immer als erstes Level und eigentlich, wenn ich jetzt einfach immer 5 linke Maustaste mache, wird eigentlich immer als erstes wenn als erstes immer die Tower-Buffer-Beams ausgewählt. Also kann ich die auch schon auf 3 Sterne leveln, während alles andere noch auf 0 ist, ohne dass ich irgendwie auswählen muss. Ohne dass ich die Tower-Buffer-Beams auswählen muss. Also war am Anfang nicht so und inzwischen ist es so. Also, das finde ich cool. Also man merkt jetzt auch schon dadurch, dass ich hier die Tower Buffer Beams auf 3 Sterne gebracht habe, sind die Auren schon recht groß geworden. Oh. Weil die Range von denen dann 1,5-facht wird und die Stärke fast verdoppelt. Was man ja auch daran merkt, dass die dann halt mehr slowen und so. Okay, so, nächste Runde. Ich glaube, nach der Runde werde ich dann meinen Char wechseln. Damit ich dann auch auf dem Char Erfahrungspunkte kriege, auf dem ich eigentlich die Erfahrungspunkte will momentan. Und das wäre halt jetzt nicht mehr Mario, weil den habe ich aber jetzt auch sehr hoch und, also nicht sehr hoch, aber
Ich habe auf jeden Fall schon ziemlich gutes Equipment und kann das Equipment das alles schon tragen und so. Und dafür jetzt will ich erstmal meinen anderen Stars hier alle auf Level 42 bringen. 72, 74. Und da wäre jetzt als erstes erstmal meine Series EV, weil, ja. Ja. Weil mein Monk brauche ich ja eigentlich eh nicht leveln, wirklich. Weil, wieso denn auch? Dann werde ich halt als nächstes nach meiner CBC wie wahrscheinlich den Summoner leveln. Oh ja, oder meinen Ritter, aber ich weiß nicht, ob ich den wirklich brauche. Weil eigentlich sind seine, ich meine, meine Verteilung hier vorne sind jetzt schon eher so ein bisschen provisorischer, weil eigentlich sind die jetzt nicht so toll von dem Magier. Aber es ist halt besser als gar nichts und die von dem, Ritter, die sind halt schon ziemlich geil. Keine Ahnung, ich glaube schon, dass ich die vielleicht noch verwenden würde. Und es gibt ja auch ein paar Maps, auf denen der Ritter einfach straight up besser ist als der Magier. Und ein paar, bei denen halt der Magier viel besser ist. Bei der Map zum Beispiel glaube ich, dass es der Magier eigentlich recht gut ist. Bis auf da oben halt. Ich glaube, da wäre wahrscheinlich, da wäre der Ritter wahrscheinlich doch ein bisschen besser. Oder, aber sonst, ja. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob ich meine CBCV jetzt weiterhin auf DPS lassen werde oder ob ich die dann doch auf Tower umschalte, weil der Tower bei mir wird ja schon stärker, wenn man auch die Turmattribute erhöht. Und der Tower bei mir ist ja schon ziemlich geil. So, doppelter Schaden und so, das ist recht nice. Und doppelte Resistenzen halt auch. Besonders das zusammen mit dem Mark auch dann halt, weil nur noch 10% Schaden ungefähr. Das ist nett. Damit sollte man eine Tower halt auch ziemlich lange tanken können. Würde ich sagen. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich gar keinen Knight brauchen. Oder Ritter. Oder was auch immer. Solltet ihr das vielleicht mal auf die Rivern oben achten. Ob das denn gerade, ob das denn da alles so passt, wie es gerade ist. Oder ob ich da vielleicht irgendwie was ändern muss. Ob ich vielleicht einfach die Tower verkaufe und dafür zwei Slow-Auren hinwappe, weil die ja auch das genau Movement Speed recht gut senken. Ah, so, jetzt sollte ich eigentlich. Sollte mir eigentlich möglich sein, meinen Charakter auf einen eher schwächeren Char zu wechseln. Wenigstens fürs Erste. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich lange durchhalten könnte. So vorher nochmal meinen Pets ändern, weil hier, man sieht nochmal. Die Turm-Stats von meiner Graffe sind um einiges besser als die von meinem Djinn. Dementsprechend sind meine anderen Türme auch besser, ne? Weil, ja, ist ja logisch. So. Ich finde es irgendwie. Das Einzige, was ich doof an der Series EV finde, ist, dass man die Waffe einfach nicht sieht. Und dann schießt man einfach so aus dem Nichts. Das ist irgendwie ziemlich unbefriedigend. Und so, ja, ich weiß, dass ich gerade Mana auf meinem Magier gelassen habe, aber das ist mir jetzt irgendwie auch egal. Das bisschen Mana ist mir jetzt irgendwie Rain. Also auf meiner CBCV benutze ich momentan eine Assault Rifle, aber die werde ich später nochmal durch einen Granatenwerfer und so einer Netzkanone austauschen. Die habe ich halt beide schon und die sind beide recht gut und ja. Deswegen mache ich das dann. Dann habe ich halt viel mehr DPS. Ja, und das ist also, finde ich, auch wirklich der größte Vorteil von der CBC, dass man wirklich einfach während der Wave, so wenn man gegen viele Gegner kämpft, so eine flächendeckende Waffe benutzen kann. Und dann, wenn das fertig ist oder wenn man gerade gegen einen Ogre kämpfen muss oder so,
kann man halt zu deiner Single-Target-Waffe switchen. Das finde ich da doch schon ziemlich gut.